Heute geht es los. Ich spiele Fishing Planet live von der PlayStation 4 in Missouri auf Trophäenwelse. Sei dabei und ich zeige euch, wie es geht. Let's go! Auf geht's! Trophäenwelse, ich komme. Also zuerst brauchen wir eine vernünftige Ausrüstung dafür. Und zwar habe ich dafür den Haken Größe 2.0 habe ich. Dann habe ich ja eine fette Pose halt, ne? Und das Allerwichtigste sind kleine Schnittköder. Und wir fahren natürlich zu Missouri. Das ist hier. Muddwater River, Missouri. Let's go. Dann müssen wir mal dahin reisen. Muss auch immer ständig für bezahlen, ne? Also das Spiel ist echt für Geld aus, ne? Ist ja echt der Wahnsinn hier. Aber egal, ich habe noch ein bisschen Money hier für das Spiel. Jetzt habe ich schon noch 1611. Ha. So, wir nehmen den Spot hier oben links, weil da stehen nämlich die Trophäenwälse. Dann springen wir da mal hin ganz schnell, ne? Lebendköder sind für das Angeln auf Crappies unübertroffen. Gibt es hier in dem Spiel überhaupt Lebendköder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, mein Hotspot ist schon natürlich besetzt. Und für Wels müssen wir hier vorne hingehen. Direkt neben dem Typen. Hier vorne, wo der Baum steht, müssen wir hingehen. So. Route ist ausgerüstet. Mit einem 2-0er Haken. Kleiner Schnittköder. Davon habe ich jetzt 69 Stück. Ja, das ist natürlich jetzt meine Lieblingszahl. Ist natürlich jetzt mies gelaufen, sage ich mal. Aber so geht's, würde ich sagen. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Wir müssen nämlich springen mit der Zeit auf 10 Uhr circa. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier reingehen. Da müssen wir auf Viereck drücken. Zeit vorspulen auf 10 Uhr. Und jetzt kann der Trophäenwels kommen. Jetzt kann er kommen. Und wir schmeißen direkt hier vorne hin auf so 12, 13 Meter. Das ist, ja, das reicht immer für Trophäenwälse. Schmeißen wir da vorne hin. Und dann einfach warten. Warten, bis es zuppelt. Ein richtig dicker Trophäenwels hier. Schauen wir mal. Ich muss noch mal eben kurz was nachgucken, weil du musst die Tiefe auf 2,50 Meter stellen. Schnurtiefe geändert zu 2,50 Meter. Nur so fängt man hier die Trophäenwälse. Und dann jedes Mal da vorne hinschmeißen und hier entlang treiben lassen. Ich glaube, da hat schon etwas gezuppelt an der Pose, oder bin ich jetzt blöd? Ja, bis. Da ist das Ding. Ja, das ist aber jetzt nur ein kleiner Wels. 8,6 Kilo, ach 0,8,6, was? 869 Gramm, so ist gut. So, und jetzt nochmal und immer wieder, ne? Hier vorne hinschmeißen, 2,50 Meter, 2,0er Haken, kleine Schnittköder und der Wels ist da. Und es hat funktioniert. Ich habe es vorhin noch mal versucht. Boah, da hatte ich einen Trophäenwels von 5,8. Das war ein Riesenteil, also Hammer. Wahnsinn.
Jetzt heißt es wieder warten, ne? Bis die Pose weg ist. Bisschen Schnur reinholen, müssen wir ein bisschen niedriger machen, die Bremse. Und jetzt wieder voll stark machen hier. Oh, da hat's gezubbelt. Und schon wieder. Ja, jetzt ein bisschen hochhalten die Rute, damit auch gleich der Anschlag sitzt. Ja, auch nicht schlecht. Du brauchst hier bei dem Spiel echt viel Geduld. Sehr viel Geduld brauchst du hier bei dem Spiel. Okay, ich glaube, das war nix. Der hat schon wieder losgelassen. Und mal her, dann schreibe ich mal hier rein, ey. Hallöchen. Und Petri. Jetzt gleich habe ich ein bisschen Pass auf. Fertig. Hallo, hallo und Petri. So ist es. Raus da. So. Okay, nochmal von vorne. Weil hier war jetzt nichts. Und jedes Mal hier vorne hinschmeißen. Hier, wo der Baum ist, ne? Ja, ungefähr hier so. Oh, da spielt wieder was rum. Die schaukelt etwas die Pose. Ja. Ist zu wild. Bis, da ist er. Also auch ein kleiner. 0,89 Kilo jetzt, okay. Aber trotzdem immer behalten die Fische, weil es nämlich Money gibt dafür. So, ich habe das so schon knapp heraus, so sage ich mal. Ja, ist auch okay, das geht klar. Und der zuppelt schon wieder. Dann mal stell das mal ein bisschen niedriger. Die Bremse. Jetzt muss nur noch was beißen. Am besten ein Trophäenwels. Ah ja, zuppel, zuppel. Ich habe da voll den Schnurbogen, das ist nicht gut. Holen wir mal ein bisschen Schnur wieder ein. So, ich glaube, das reicht. Ja, weil wenn du einen Schnurbogen hier in dem Spiel hast, dann verhaust du die manchmal. Das ist schlecht, sage ich mal. Die Welse. Okay. Anschlag war zu früh. Er meint sich, ich werde jetzt hier eine halbe Stunde warten oder was? Nope. So, jetzt haben wir wieder stehen auf 12 Meter Weite, 2,50 Meter tief.
2-0-Haken, kleiner Schnittköder. Ah, ich glaube, dass das noch ein wenig zu früh ist. Wir hätten eine Stunde später, glaube ich, reingehen müssen. Aber jetzt ist egal. Jetzt werde ich die Stunde noch nutzen hier. Ist dann was Kleines fangen. Oh, ich habe schon wieder einen Schnurbogen, aber da spielt doch wieder was rum. Die Pose steht. Nee, jetzt zieht sie wieder nach rechts. Da jetzt. Jetzt hängt er. Ja, es ist auch was Kleineres. Wie viel hat der? 1,6 Schwarzer Zwergwels in Trophäengröße. Da ist er. Natürlich behalten, immer auf Kreis drücken. So. Ja, und so funktioniert das hier auf Trophäenpölzer. Hier sind auch viel, viel stärkere Wölze da. Aber immer Geduld haben brauchst du, ne? Immer Geduld brauchst du. Schnurbogen wieder. Jawohl. So reicht schon. Ja, da zuppelt schon wieder was an der Pose, sehe ich gerade. Komm, weiß an, zuppel, zuppel. Jetzt, jawohl, hängt. Ah, ich glaube, der ist schon ein wenig größer. Schauen wir mal. 2,21 Kilo hat er jetzt. Getüpfelter Gabelwels ist das. Natürlich behalten. Und jedes Mal dasselbe Spielchen. Immer auf derselben Stelle. 2,50 Meter Tiefe. 2-0er Haken. Und dann let's go. Oh, jawohl, noch einer. Ja, ich glaube, er ist auch ziemlich gut. Ja. Behalten. Ja, Leute, wie ihr seht, funktioniert es, ne? Hier stehen die Wälzer. Hier ist Hotspot für Wels in Missouri. Schnurbogen wieder. Bisschen einholen. Und noch ein. Ah, das ist wieder ein kleinerer. Aber immer mitnehmen die Fische. Egal wie klein er ist. Egal wie klein er ist. Immer mitnehmen. Oh, ja, toll. Den habe ich jetzt wohl verhauen, den Wurf. Nochmal einholen. Schmeiße ich halt eben so. Zack. 14, nee, mach ich mal auf
13 Meter. Suppel, suppel. Na, ist denn alleine was oder nicht? Na, doch, jetzt spielt er was rum. Sieht schon mal gut aus. Zieh weg. Zieh, zieh. Das ist ja wie beim Stippen hier. Zip, 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 zip. Normalerweise knallt der Wälzer voll rein, ne? Und nimmt Schnur ohne Ende. Na komm. Mein Gott, da rumgezuppelt da, ne? Okay. Neuer Versuch. So. Jetzt habe ich aber mal wieder getroffen. Hausgeist hat das Spiel verlassen. Ja, das ist auch ein schöner Name. Hausgeist. Er spukt bestimmt in die Häuser rum, ey. Oder nachts in das Schirmzelt. Also schön beim Nachtangeln steht er auf einmal vor deinem Schirmzelt. Geil. Ich habe es schon wieder herbe Kopfkino. Bisschen wieder den Schnurbogen lösen da. Bisschen wieder Schnur einholen. Ja, wollen sie jetzt hier? Ne, ich glaube nicht. Neuer Versuch, neues Glück. Das spielt, glaube ich, schon wieder was rum. Ja, hängt. Das war aber auch wieder was Kleineres. Oder? Noch ein Trophäenwels. Schwarzer Zwergwels in Trophäengröße. Hallo. Hier. Schau mal, was ich gefangen habe. Guck mal. Hallo. Fisch durchs Gesicht klatschen lassen, ey.
würde ich das denn echt machen am Forellenhof oder so, hätte ich schon längst einen geknallt bekommen. Ach, wie ist denn Spaß muss sein hier, ne? Und weiter geht's. So. Schnurbogen wieder. Ihr müsst immer an den Schnurbogen dran denken. Ah, na, da ist was. Zuppelt schon wieder so. Mal, Schnurbogen. Da, jetzt hängt er. Boah, was haben wir denn da für eine Klamotte, ey? Oh, der nimmt Schnur, das sieht gut aus. Was haben wir denn da jetzt? 3,52 Kilo. Ein getüpfelter Gabelwels. 146 hat er mir jetzt gegeben und 57 XP-Punkte. Natürlich behalten. Herausforderung. Welsboss 3. Fangen Sie eine gewisse Anzahl an Welsen. Ja, korrekt. Und noch eine Schnur bekommen. 0,28er. Ja, sauber. Ja. Und so macht das so Spaß hier auf Welt zu gehen. Da war der Klopper. Hier sind aber noch riesige Welse. Schnurbogen, wieder achten. Ah, da zuppelt schon wieder was. Da ist schon wieder was dran. Hängt aber noch nicht. Nimm ihn. Ja. Voll, jetzt hängt er. Behalten. Ja. Weiter geht's. So. Ja, also hier vorne die Stelle ist echt ein richtiger Hotspot für Wels. Ich habe das schon überall versucht hier auf der Map. Nirgendwo habe ich so viel Wels gefangen wie hier. Ja, da zuppelt schon wieder was. Schnurbogen. Rute hochhalten dabei. Schnappst du jetzt zu oder nicht?
Boah, jetzt hätte ich fast angehauen. Wegen die Route, die sich da bewegt hat. Ich habe gedacht, das ist meine Pose, die jetzt abzischt. Oh, jei, jei, jei. Das hat mich jetzt übertrieben irritiert. Ja, komm, nimm, zieh, zieh, zieh. Nö. Neuer Versuch. Machen wir mal. Komm. Nimm ihn. Jawohl, hängt. Behalten. Dankeschön. So. Nicht nur Spannung wieder machen hier. Okay, mein Hals ist trocken. Mein Mund auch. Nimm ihn, komm. Oh, der schaukelt da rum, ey. Ja, boah. Fast zu spät sogar angehauen, ey. Das wird's aber richtig knapp. Behalten. Wollen wir mal behalten, ne, den kleinen Burschen. Also ich habe euch hoffentlich nicht zu viel versprochen mit diesem Weltspot hier. Versucht's mal selber hier auf Welt und dann schreibt mal unten in den Kommentaren rein, ob es auch geklappt hat bei euch. Das würde mich mal interessieren. Er versucht einfach hier, macht dies und das, pipapo, ne? Ist da eine richtig fette Bugwelle. Nochmal neu probieren hier. Zack, rein damit. Oh, verhauen, nein, zu spät. Schade, weiter geht's. Halb so wild. Ist ja nur ein Spiel,
Habe ich jetzt nicht geschaut. Habe ich einen Schnurbogen gerade gehabt? Weiß ich jetzt nicht. Doch, schon wieder. Jetzt hängt er aber. Jetzt hole ich hier nur die kleinen raus. Erstmal. Behalten. Und Route wieder reinhauen. Ich habe auch noch eine Spin-Route dabei, weil ich habe nämlich gleich vor, noch etwas auf Forellenbarsch zu gehen. Aber da habe ich noch nicht wirklich viel Erfolg gehabt hier auf Forellenbarsche, weil ich nicht weiß, wie man die hier fängt. Ein paar habe ich schon hier gefangen, sage ich mal. Aber jetzt nur die richtig kleinen, ne? 0,34 oder so. Das war's hier mit Forellenbarsch. Aber zuerst dicke Trophäenwälse. Ja, hallo! Was machst du denn hier? Er schaut gerade bestimmt hier meinen Stream, ja, und stellt sich hier hin jetzt. Jetzt aber am Spinfischen, glaube ich, ne? Hello! It's a catfish. Schnurbogen wieder rausmachen. Da liegt nämlich daran, weil das hier ein Fluss ist und die Strömung zieht nach rechts. Und jetzt habe ich ein Biss. Einen vorsichtigen. Yes! Catfish, genau. Oh, 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 den kriege ich nicht hoch, Jungs. Das ist ein, oh, das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, wie viel der hat jetzt. 4,28 und ein Trophäenwels. Tada, da ist er wieder. Ja, Leute, so wird's gemacht. So wird's gemacht. It's a catfish. So. Fangt ihr halt die, ja, die Trophäenwälse, ne? So geht's, so wird's gemacht. Ich hab's euch gezeigt, ich hab's euch versprochen. Und jetzt nur noch nachmachen. Oh, zu früh, glaube ich, oder? Schade. Mein Gott, egal, auch reine Dinge hier.
Oh, sauber, noch einer. Komma 08 Kilo, das ist auch ganz gut. Ich wette mit dir, die stehen jetzt hier wieder komplett neben mir alle. Weil, wann war das? Vorgestern oder so? Da stand ich direkt hier, wie jetzt, schön auf Trophäenwälse. Und auf einmal stand jeder hier, ne? Schön mit Pose und ist auf Wels gegangen hier. Ja. Muss den Schnurrbogen rauskriegen. Ja. Zieh, 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 zieh. Nimm, nimm, zieh. Weg, kusch. Verschwinde Pose. Ja, sauber. Ja, das ist ein kleiner, oder? Nö, ist auch ganz gut. Eigentlich. Ich sag's doch. Hier stehen jetzt ein, zwei. Ich glaube, hinter mir steht auch noch einer, ne? Nö. Ne, hier stehen ein, zwei, drei Leute stehen hier jetzt. Das ist typisch. Typisch. Typisch bei dem Spiel ist das hier. 14? Nein, das ist mir zu weiten Meter. Und Sascha Burov ist online. Schaut der mir zu und spielt jetzt auch, oder was? Will der auch auf Fels gehen? Ah, da spielt schon wieder was in der Pose rum. Nimm ihn, komm. Ja. Voll konzentriert gerade. Ja, los da. Junge, jetzt hätte ich den fast verpasst, ey. Musste jetzt richtig schnell reagieren, ey. 2,9. Da ist in Ordnung, ne? Kann man mitarbeiten. So. Komma zwei habe ich jetzt, 2,9 und noch ein paar. Oh, das war zu weit. Das hat er gemerkt. Der hat jetzt bestimmt losgelassen, der Fisch. Nee, das spielt immer noch. Das ist gut. Der spielt immer noch. Nein. Zu früh, glaube ich.
Weiß ich jetzt nicht. Aber das kommt vor, das ist so bei dem Spiel. Weiter geht's hier. Schnurbogen wieder rausmachen, Jungs, das ist wichtig. Das ist immer sehr wichtig. Ey, du Pappenheini, hau ab da, ich sehe meine Pose nicht. Guck mal, die stehen jetzt wieder, jeder hier direkt neben mir. Los, komm, hau an da. Weg mit dir. Zieh, mach die Pose weg. Jawohl. Hängt wieder. Was haben wir da? Ach, das ist wieder ein kleiner Catfish. 0,89 Kilo. 40 Money. 15 XP. Behalten. Dankeschön. Wer ist denn jetzt hier in meinem Livestream alles? Hallöchen erstmal und schönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hammer Angelfreunde. Ich spiele Fishing Planet in Missouri und wir fangen heute richtig fette Trophäenwälse. Viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß beim Lernen und viel Spaß beim Nachmachen. Beim Fischfang. Ja los, komm jetzt da, mach da weg die Pose. Ich will die Pose nicht sehen. Jawohl. Hängt. Okay. Okay, was ist das? Auch ein Wels. Boah. Fuck dein Kaliber. 4,37 ein Wels in Trophäengröße. Da haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir schon 4 Stück. Meine ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Schauen wir mal eben hier, wie viele wir jetzt stehen. 1, 2, 3, 4 mit mir. Jawohl. Weiter geht's. Leon, auf jeden Fall. Ja, ne? Ein paar habe ich schon, Leon, ey. Schöne Trophäenwälse hier. Boah, fast zu spät angehauen, ne? Oh ja. Oh, was haben wir denn da jetzt? Ich glaube, der ist gut. Schauen wir mal. Ah, 2,9. Na gut, haben oder nicht haben, ne? Das ist immer gut. Und da spielt schon der nächste dran. Ach, ist das herrlich, ey. Wäre das mal so in real, ne? Boah, dann hätte ich jeden Tag 20 Wälse, ey. Aber nein, natürlich nicht. Das ist viel, viel schwieriger in real. Ich habe aber noch nie. Nee.
Doch, zwei Stück habe ich schon gefangen, aber die waren noch sehr klein. 35 cm hatten die Welse. Die habe ich gefangen nachts auf Wurm. Und was haben wir da jetzt? Noch ein Zwergwels in Trophäengröße. Genau, mitnehmen. 23 Uhr auch online. Runde Zander starten. Viel Erfolg, Petri. Ja, Leon, alles klar. Dann bis heute Abend auf Zander. Ich glaube, jetzt habe ich schon den fünften Trophäenwels. Meine ich. Weiß ich jetzt nicht zu 100%. Schnurrbogen wieder einholen. Hochhalten wieder die Route, genau. Etwas. Zup, 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 dup, dup, dup. Zieh doch weg, der Lecke weg. Jawohl, jetzt hängt er. Geil. Zwei Komma acht hat der. Mein Netz ist voll. Zack, sind 30 Kilo voll, ey. Das geht so schnell hier mit diesen Tropenwelsen. Ah, das ist immer ätzend. Aber egal. Weiter geht's. Ein paar XP sammeln. Paar XP-Punkte. Das ist nämlich für Level. Die braucht man ja auch. Ich glaube, mal jetzt so einen richtig fetten hier rausziehen. So zwischen 5 und 7 Kilo. Das wäre schön jetzt. Anschlag war zu früh. Hallo? Hallo? Schielt der? Egal. So, jetzt aber mal eine richtige Klamotte jetzt hier rausziehen. Und
Phonak ist schon wieder so ein, wie heißt das? Ein Hecht drin. Diesen Karlhecht. Boah, macht der Spaß an der Rute, ne? Krass. Ja, das tut schon wieder was. Sie weg, komm. Ich glaube, das war's. Auf ein neues. Und nochmal. Let's go. Also ich schmeiß jedes Mal so zwischen 9 und 14 Meter rein. Ja, da stehen auf jeden Fall die Welse. Das weiß ich. Ja, bis, ne? Vorhin nicht gecheckt, ey. Okay. Glaube, der ist gut. Mein Gott. Jetzt schwimmt er schon an der Oberfläche. Da haben wir ihn. 2,9, ne, 2,6. So, schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt schon hier ausgezogen? 0,8, 0,8, 1,6, 2,2, 1,9, 0,8, 1,3, 3. Ist schon was hier zusammengekommen jetzt hier. Schon mal gut. I. Der hat mich nass gespritzt, der Wels. Und da haben wir den nächsten Interessenten. Hallo? Ey du, hörst du mich? Ist es dein Ernst oder was? Ja. Geht doch, Dankeschön. Ach ja. Boah, ist da wieder eine fette Bugwelle da oben, ey. Oh, jetzt haben wir gleich wieder einen Fisch. Nimm. Das war doch jetzt nicht wegen die Wellen. Schon sagen. Noch ein Catfish. Warte mal, ich muss mal gucken hier. 39, 40, 37, 26, 25. Freilassen. Ich drücke Viereck, der schmeißt den nicht raus. Hallo? Warum macht er das nicht?
Hä? Raus damit. Mach da nicht. Na egal, ist Pech. Freilassen. Schade. Hätte ja klappen können. Demnächst. Hallo? Ach, der ist ab. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Habe ich denn da für ein Rotauge dran, dachte ich jetzt. Egal. Pose wandert und wandert und es tut sich im Moment gar nichts. Bis jetzt ist noch Ruhe. Muss man etwas nachgucken wegen der Zeit. Wir sind voll in der, ja, voll in der Beißzeit drin, ne? Müsste jetzt noch mal knallen gleich. Inventar. Werde ich mal kurz den Haken wechseln. Hakengröße 1-0. Weiter geht's. Da zuppelt doch schon wieder was. Da bis hängt doch sauber. Ist aber was ziemlich Kleines jetzt. Oder? Na, es geht. 16 XP-Punkte. Viel fehlt mir nicht mehr. Dann habe ich es gleich geschafft, Level 18. Oh, jetzt steht die Pose auf 8 Meter. Aber ich habe da nur den Schnurbogen rausgemacht und nicht die Pose gezogen. Okay.
Aber sie wandert noch. Das ist gut, ey, so soll es sein. Okay. Was? Ich wollte jetzt nur reinholen, um nochmal neu zu positionieren und dann hängt einfach einer dran. Ja, nicht schlecht, ey. Ich habe mich voll erschrocken, als der Controller gerade auf einmal vibriert hat. Und an der Pose war nichts zu sehen. Sachen gibt's, die gibt's eigentlich gar nicht. So sieht's aus. Schnurrbogen wieder reinholen. Hau mal ab mit deinem Stöckchen da. Ah, jetzt hat sich wieder bewegt die Pose. Ja, hängt. Ist aber auch wieder was Kleineres. Aber ein Trophy. Zweck wird's wieder. Das ist so sehr geil. Oh, da zuppelt schon jetzt was rum. Gerade ist reingeschmissen und schon ein Interessenten. Schnurrbog. Hat der jetzt reingeknallt, ey. Ja, das sind die Kleinen, ne? Die knallen da voll rein und ziehen weg und hier und da. Hammer. Da sind wir jetzt schon auf 14 Meter. Mal gucken, ob da auch was bei ist. Ja. Boah, den habe ich fast. Na, den habe ich verhauen. Ah! Ey, da hat man kein einziges Mal die Hand nicht am PS4-Controller. Ja, und dann sowas, ne? Und dann knallt er direkt einer rein, ey. Schon wieder am Spielen was. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich den nicht verhaue.
Soll ich nochmal versuchen? Einfach mal reinholen jetzt. Ah, ne, da spielt gerade was rum. Nochmal eben kurz etwas warten. Jetzt aber. Ey, da sind nur noch die Kleinen dran, Mann. So, Leute, wisst ihr was? Ich werde wieder den Haken wechseln auf 2-0. Jawohl. Wir haben jetzt ja knappe 15 Uhr gleich. 14:13 Uhr. Fail. Zu früh den R2-Knopf losgelassen. Jetzt aber. Jawohl, perfekt hier. Spielt schon wieder was rum. Ja. Wo ist mein Riesenwels von 5 bis 7 Kilogramm? So, nochmal von vorne bitte. So. Auf geht's jetzt. Ah, da ist schon was am Spielen jetzt. Und das war's auch schon wieder. Geil. Nee, ist noch dran. Ist noch am Spielen. Schnurbogen. Bläh. Boah, jetzt habe ich ihn fast verhauen. Oh, ja, der ist, scheint gut zu sein. Der scheint okay zu sein. Ja. Der ist gut. Immer schön hochpumpen, ne? Da ist er. 4,6 schon wieder. Und noch ein Trophäenwels. Ja, es klappt. Hier sind sie, Leute. Also Jungs, schnell das Spiel starten. Holt euch 2,0er Haken. Kleine Schnittköder. Stellt die Pose auf 2,50 Meter. Schmeißt sie hier vorne rein. Immer schön ein Stückchen wandern lassen und dann habt ihr auch Wels, so wie ich, sage ich mal. Da ist er doch schon wieder. Ja. Das ist ein kleiner wieder. Ich habe es nicht geschafft. Level 18. Bisschen mehr weit.
Jetzt heißt es wieder warten. Und da spielt schon wieder was rum. Aber richtig vorsichtig ist er gerade. Schnurbogen wieder rausmachen. Schön auf Spannung. Und jetzt knall rein, na komm. Jawohl, fast sogar auf Ansage hier. Da haben wir noch einen Wels. Ich fange hier nur Welse. Nur. Lukas! Petri, Dank! Jetzt nochmal von vorne machen. Hier wieder reinschmeißen. Und abwarten. Boah, die ging aber schnell jetzt weg hier. Das war gut. Komma noch was. Ja, auch in Ordnung. 35 XP. Viel brauche ich nicht mehr, dann habe ich gleich Level up. Und da zuppelt schon wieder. Schnurbogen. Und hängt. Ja. Komm, komm, komm. Jawohl. Da ist er. Ich sag, ja. Da ist schon wieder was am rumzubauen. Rute hochhalten und anhauen. Let's go. Ich fange jetzt nur noch die Kleinen hier. Was ist denn los? Stellen wir mal jetzt auf 9 Meter. Oh, da war was. Okay.
Moin, moin, alles gut. Ja, muss ich nochmal neu reinschmeißen eigentlich, fällt mir gerade ein. Weil der ja den Haken leer gefressen hat dann, ne? Ja, hat der auch. So. Warum schon jetzt noch den letzten hier? So einen richtig fetten Wels. Aber nichts tut sich gerade. Nochmal neu reinhauen. Jetzt versuche ich mal auf 9 Meter, weil ich habe ja vorhin gesagt, zwischen 9 und 14 Meter fange ich die Welse hier. Die Sonne scheint schon hier. Ist das schon ein bisschen hell hier geworden? Da ist er. Seht ihr? Zack. 9 Meter klappt auch. Hier ist der Wels. Schwarzer Zwergwels. Ich werde mich umdrehen. Zeige ich euch nochmal eben kurz meinen Rekordwels hier. In dem Spiel. Fischrekorde. Hier ist er. 5,9 hat der. Knapp. Ja. Ja gut Leute, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Schön beim Welsangeln. Und jetzt viel Spaß beim Welsangeln. Fangt richtig schöne Welse und schreibt mal rein unten in den Kommentaren, ob es auch geklappt hat bei euch. Ich würde mich freuen. Alles klar. Schönen Tag noch. Und Petri Heil, Hammerangelfreunde. Tschüss.